Oh, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. No One Lives Forever. Ja, heute statten wir dem Baron mal einen Besuch ab. Aber kurz vorneweg, ich muss mich entschuldigen. In der letzten Aufnahme von No One Lives Forever war in der letzten Hälfte des Videos meine Kamera weg. Also sorry dafür, war meine Schuld. Habe ich aber jetzt gelöst. Ja, das Problem dabei war, dass ich nie bei der Aufnahme sehe, ob jetzt meine Kamera an ist oder nicht. Ja. Aber das Problem ist gelöst und ich mache das jetzt über Handy. Da habe ich ein kleines, aber feines Programm. Und ja, gut. Lange genug geredet, jetzt geht's los. Ne, du bleibst draußen, oder was? Ach, die Musik ist schon geil, ne? Muss ich denn hier auch irgendwo? Oh, schöne Blümchen, ne? Verehrter Baron Dumas, Ihre Anfrage ist höchst ungewöhnlich, aber ich werde den Pelz anfertigen lassen können. Ich schätze, dass 47 Tiere nötig sein werden. kriegt man ja gleich einen richtigen Eindruck, ne? Wird lang, ne? Aber der Gärtner hier, der macht nicht, oder? Der tut hier bloß Kern, ne? Und kann man mit dem reden? Wie findest du es, von den Füßen gerissen zu werden? Na, da macht mir ja gleich einen sympathischen Eindruck. Na, da war doch was, wartet mal. Aber wenn ich jetzt hier im Auto rumkletter, das sagst du nicht, oder was? Pfeifennischel. So, wie komme ich denn jetzt hier an den Brief? Jo, gehst du her da? Das gibt's doch nicht. So, und jetzt so ein bisschen oder was? Komisch. Geht die Türe auf? Diamanten Jims Haus für exotische Säugetiere. Rechnung. 4 Silberrücken-Gorillas, stark beruhigt. Verschiffung zur Dumas-Residenz. Zahlung bei Lieferung. Ein Arsch. So. Haben wir hier noch was? Scheint nicht mehr zu sein, ne? Aha, was haben wir denn hier? An Baron Dumas. Von Hoyt Bob Stinktier Farm. Ihre 47 Tiere werden nächste Woche per Expresslieferung zugestellt. Kann ich den nochmal anquatschen?
Nee. Er ist schon ziemlich frech, oder? Von den Beinen wollte er uns holen hier. So geht man mit einer Dame nicht um. Pfeife. Gut. Machen wir mal Ding Dong, ne? Das geht doch an die Latte. Was ist denn? Ja. Hallo, mein Name ist Mia Haig. Ich habe eine Verabredung mit Baron Dumas. Guten Tag, mein Name ist Mia Haig. Ich komme vom Magazin Menschen, die die Welt bewegen. Na, ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen schleimen, oder? Guten Tag, mein Name ist Mia Haig. Ich komme vom Magazin Menschen, die die Welt bewegen. Menschen, die die Welt bewegen? Was zum Teufel machen Sie denn hier? Das hier ist die Residenz von Baron Archibald Dumas, nicht wahr? Ja. Baron Dumas ist sicherlich ein Mensch, der die Welt bewegt. Finden Sie nicht auch? Ich denke, das hängt davon ab, wie Sie die Welt bewegen definieren. Er ist der Präsident von Dumas Industrial Enterprises. Ah. Er ist wohlhabend. Richtig. Er wird respektiert. Er hat Schneid. Nun ja. Er ist flott. Hören Sie, das ist alles sehr interessant, aber was genau wollen Sie hier? Was wollen Sie? Ich hatte gehofft, ein Profil von Baron Dümer für unsere Rubrik Perfekte Leben zu schreiben zu dürfen. Jeden Monat stellen wir eine andere Persönlichkeit vor, deren Lifestyle und Leistungen das perfekte Leben darstellen. Ich möchte den Baron gerne wegen der Zukunft von Dumas Industrial Enterprises interviewen. Unsere Leser lieben Geschichten über clevere Geschäftsleute, die Erfolg haben in unserer modernen. Na, ist nett. Das erste ist besser, ne? Ich nehme das erste. Ich hatte gehofft, ein Profil von Baron Dumas für unsere Rubrik Perfekte Leben schreiben zu dürfen. Jeden Monat stellen wir eine andere Persönlichkeit vor, deren Lifestyle und Leistungen das perfekte Leben darstellen. Und Sie möchten seine Lordschaft in dieser Rubrik aufnehmen? Ja, es geht darum, den Mythos zu lüften und den Menschen kennenzulernen. Seine Vergangenheit, seine Pläne, seine Leistung, die Dinge, die ihn bewegen. Ach so. Er ist ein Aristokrat par excellence. Ah. Jemand, zu dem unsere Leser aufschauen können. Natürlich. Oh, Entschuldigen Sie mich einen Moment, Miss das Haig. Trieft doch schon, Ich denke, ich Schleim. Würde es mir selber kaum verzeihen, wenn diese einmalige Chance unbeachtet vorbeigehen würde. Ich werde Ihr Anliegen mit seiner Lordschaft diskutieren und seine Antwort mitbringen. Ich danke Ihnen. Bitte warten Sie hier. Ich bin in einem Moment wieder zurück. Tja, Junge. Sehr wohl. Seine Lordschaft ist bereit, Sie zu empfangen. Exzellent. Das wird höchst amüsant. Was meinen Sie damit? Nichts. Wenn Sie mir bitte folgen. Miss Haig, Sir. Sehr gut. Bringen Sie sie rein. Ich überlasse dich dann mal deinem Interview, Liebling. Ich gehe heute Nachmittag ein bisschen einkaufen. Ja, mach dir einen schönen Nachmittag, Häschen. Oh, my dear. Bitte nenne mich nicht so. Wie du wünschst, meine Liebe. Tschüssi. Er ist viel stattlicher, als ich dachte. Ah ja. Er ist ein großes Paket Charisma und Intelligenz. Wenn Sie Glück haben, erzählt er Ihnen vielleicht etwas über seine fantastischen Safari-Abenteuer. Guten Tag, Baron Dumas. Meine Güte, wenn ich gewusst hätte, dass Sie so fantastisch aussehen, hätte ich mich entsprechend zurechtgemacht. Möchten Sie einen Drink haben? Nein, vielen Dank. Das ist noch zu früh für mich. Gut, dann werde ich mir etwas für uns beide gönnen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Ausdrucksweise, aber Sie sind eine atemberaubende Frau. Einfach atemberaubend. Das ist sehr freundlich. Ich bin mir sicher, dass Ihre Frau jedes Mal ganz bezaubert ist von ihrem Charme. Sie ist eine glückliche alte Krähe, das kann ich Ihnen versichern. Nun dann, Gilles erzählte mir, dass Sie mich wegen Ihres Magazins interviewen möchten. Menschen, die die Welt bewegen, nicht wahr? Ja, in jeder Ausgabe stellen wir eine Persönlichkeit in der Rubrik Perfekte Leben vor, deren Lifestyle und Erfolge Inspiration für unsere Leserinnen und Leser sind. Sehr gut, dann sind Sie hier genau richtig. Das war's dann erstmal, Gilles.
Ich dachte, Sir, es könnte durchaus sinnvoll sein, hier zu bleiben, für den Fall, dass die junge Dame etwas wünschen sollte. Guter Gedanke, hübsch. Ja, Sir. Ich bin dann hier drüben, wenn Sie etwas wünschen, Miss Haig. Danke sehr. Baron Dumas, darf ich unser Interview mitschneiden? Ich würde mich lieber Ihnen zuwenden als meinem Notizblock. Wer kann Ihnen das schon verübeln? Schneiden Sie einfach mit, meine Liebe. So, sollen wir dann mal anfangen? Die ist clever. Die ist einfach clever. Oh. Frage 1. Was ist es für ein Gefühl, so ein guter Großwildjäger zu sein? Es ist klar, dass man ein scharfsinniger, intelligenter Mensch sein muss in Ihrem Geschäft. Was ist Ihr Geheimnis? Oh, gehen wir jetzt auf Geschäft oder auf Großwildjagd? Aber da ist doch eher... Ich denke mal, mit der Jagd kriegt man ihn eher. Weil das ist ja nun sein Hobby. Ich glaube nicht, dass der irgendwie vom Geschäftssinn her eine Glühbirne reindrehen kann. Da ist er zu dämlich für. Wir gehen auf Großwildjagd. Was ist das für ein Gefühl, ein so guter Großwildjäger zu sein? Das ist schwierig, jemanden zu erklären, der selber noch nie das Gefühl des Jagens erleben durfte. Wenn man alleine mit seinem Gewehr einer wilden Bestie Auge in Auge gegenübersteht, dann fühlen sie ganz genau, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Klingt furchtbar. Dazu muss man aus ganz besonderem Holz geschnitzt sein, kann ich Ihnen versichern. Nur das geringste Zögern kann sie ein Bein kosten. Viele Männer mit so immensem Wohlstand erliegen oft der Trägheit und Unmäßigkeit. Wie können sie sich bei dieser dauernden Versuchung motivieren? Das ist jetzt schwierig. Bleiben wir weiter auf Safari, auf Großwildjagd, oder? Schwenkt mal um. Mal gucken, ob wir was über sein Geschäft rauskriegen. Viele Männer mit so immensem Wohlstand erliegen oft der Trägheit und Unmäßigkeit. Wie können sie sich bei dieser dauernden Versuchung motivieren? Verzeihung. Eine geniale Frage. Wissen Sie, ein Mensch muss verschiedene Entscheidungen treffen. Einige Entscheidungen sind weise und andere nicht. Also denke ich, dass das Treffen von weisen Entscheidungen ein wichtiger Schritt ist bei der unermüdlichen Suche nach Weisheit. Oh nee. Frage 3. Ich bin mir sicher, dass ein Mann Ihres Formats ebenso belesen wie charmant ist. Welche Art Literatur hat Sie am meisten beeinflusst? Ich bin mir sicher, dass unsere treuen Leser brennend daran interessiert sind, welches Jagdgewehr ein so hervorragender Sportler wie Sie auf der Safari bevorzugt. Literatur... wisst ihr was? Komm, wir nehmen die Literatur. Ich bin mir sicher, dass ein Mann Ihres Formats ebenso belesen wie charmant ist. Welche Art Literatur hat Sie am meisten beeinflusst? Ah, ja, Literatur. Eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe schon immer gesagt, dass Lesen dazu angetan ist, die Erfahrung... die wörtliche Weisheit eines weisen Menschen zu erfahren. Schön gesagt. Und wer sind Ihre Lieblingsautoren? Hemingway, Melville, Dostojewski? Genau, gut geraten. Machen wir mit der nächsten Frage weiter? Da wird nicht mal wissen, wer die Leute sind. Frage 4. Welches war das gefährlichste Tier, dem Sie je gegenüberstanden? Mir ist aufgefallen, dass Sie eine Menge sehr schöner Gemälde hier haben. Was ist denn Ihr Lieblingsmaler? Ist denn Ihr Lieblingsmaler? Nee. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn hat, nach Literatur und Maler zu fragen. Komm, weiter geht's mit Safari hier.
Welches war das gefährlichste Tier, dem Sie je gegenüberstanden? Einmal stand ich einem Silberrückenmännchen gegenüber. Einem Gorilla mit Silberrücken? Ja, ein großes, wildes, menschenfressendes Biest. Menschenfressend? Fast, ja. Oh, ich war immer der Auffassung, dass Gorillas Pflanzenfresser sind und harmlos, wenn man sie nicht bedroht. Ja, das stimmt bei bestimmten Gorillas, aber das war einer dieser schrecklichen, menschenfressenden Gorillas aus Pakistan. Ich wusste gar nicht, dass es Gorillas in Pakistan gibt. Wahrscheinlich, weil nicht mehr so viele leben, die davon erzählen könnten. Gut, dass Sie das jetzt mal getan haben. Richtig. Silberrücken sind die bei weitem gefährlichsten Tiere, die man jagen kann. Oh, und ich dachte, das seien Büffel. Quatsch. Büffel sind bessere Kühe. Frage 5. Wenn Sie auf einer einsamen Insel stranden würden, welche Musik hätten Sie am liebsten bei sich? Gibt es irgendetwas, was das stählerne Herz eines so mutigen Jägers in Angst versetzen kann? Ich will das nicht fragen. Gibt es irgendetwas, was das stählerne Herz eines so mutigen Jägers in Angst versetzen kann? Um ehrlich zu sein, nein. Wirklich? Gar nichts? Mir fällt zumindest nichts ein. Nicht mal Tausendfüßler? Oh, eklige Viecher. Ja, doch, die vielleicht. Ich persönlich fürchte mich vor Ratten. Oh Gott, ja, diese fiesen kleinen Augen und schrecklich spitzen Zähne. Fürchterliche Tiere, vor allem in Mengen. Und Spinnen. Oh, bitte erwähnen Sie die nicht. Wie wurden Sie so mutig? Ich glaube, ich wurde einfach so geboren. Ja, und ich denke, dem kann man alles erzählen, was man will. Der ist so beeinflussbar. Das, ja. Na, mal schauen. Ich denke, dass der nicht so viel damit zu tun hat. Da ist einfach zu blöd für. Frage 6. Soweit ich weiß, ist ihre Linie sehr kirchentreu. Wie beeinflusst ihr unerschütterlicher Glaube ihr tägliches Leben? Ich kann mir vorstellen, dass sie bei ihren Abenteuern schon viel in der Welt herumgekommen sind. Gibt es ein Land, das sie besonders für ihre Jagden bevorzugen? Ja, wir bleiben weiter auf der Jagd. Ich kann mir vorstellen, dass Sie bei Ihren Abenteuern schon viel in der Welt rumgekommen sind. Gibt es ein Land, das Sie besonders für Ihre Jagden bevorzugen? Aber natürlich. Lassen Sie mich raten. Kenia? Um Gottes Willen, ich kann kein Wort Chinesisch. Aber Kenia liegt in Afrika. Oh, ich dachte, Sie meinten das Kenia in China. Okay, was ist mit Bengalen? Ich hasse kaltes Wetter. Rhodesien? Himmel. Madagaskar? Ich bin noch nicht verrückt. Wo dann? Um ehrlich zu sein, ich liebe Bristol. Rebhühner? Pandas, Riesenpandas. Bristol, England? Ja. Ich wusste nicht, dass es in Bristol Riesenpandas gibt. Naja, sie sind importiert. Ah ja. Frage 7. Hängt im Foyer tatsächlich eine Gazellentrophäe? Worin unterscheidet sich Ihr Ansatz, Dümer Industrial Enterprises zu führen, von dem Ihres Vaters? Ja, genau. Komm, wir gehen jetzt mal hier. Ja, wir fragen nochmal wegen Dümer. Mal gucken. Worin unterscheidet sich Ihr Ansatz, Dümer Industrial Enterprises zu führen, von dem Ihres Vaters? Ich weiß nicht genau, welchen Ansatz mein Vater hatte, aber ich liebe es, die Dinge nach strikter Vorgabe zu machen. Nach Vorgabe? Ja, wissen Sie, der Politik entsprechend. Wessen Politik entsprechend? Die Information ist streng geheim. Weiter?
Also da macht nur das, was andere sagen. Der ist beeinflussbar. Müssen wir nur noch mal gucken. Welche Persönlichkeit der Geschichte bewundern Sie am meisten? Gibt es etwas, das Sie Ihren Bewunderern gerne sagen möchten? Welche Persönlichkeit der Geschichte bewundern Sie am meisten? Ich denke, Beowulf. Ah, ich dachte mehr an historische als an fiktive Personen. Ja, und ich dachte an den historischen Beowulf, nicht den fiktionalen. Sie meinen den, der Grendel und seine Mutter erschlug? Korrekt. Aber das ist eine fiktive Figur. Ja, das weiß ich, aber es gab auch ein historisches Vorbild. Der Beowulf, der gegen den Drachen kämpfte? Genau. Aber es gibt keine Drachen. Nicht mehr, dank Beowulf. Es hat nie welche gegeben, es sei denn, sie zählen Dinosaurier dazu. Aber die gab es auch schon nicht mehr zu der Zeit, in der Beowulf gelebt hätte. Da hat seine eigene Logik, ne? Gewesen wär. Sind Sie sicher? Ja. Aha. Tja, das waren meine Fragen, die ich vorbereitet habe. Ich bin mir sicher, dass das der schönste Beitrag unter Perfekte Leben sein wird, den wir bisher veröffentlicht haben. Meinen Sie? Ich bin mir ganz sicher. Selten hat die Natur so viele exzellente Eigenschaften in einem Mann vereint. Unsere Leser werden begeistert sein, wahrscheinlich sogar ein wenig neidisch. Wer könnte Ihnen das schon verübeln? Ich frage mich nur, wie ein so beschäftigter Mann noch Zeit findet, ein erfolgreicher Geschäftsmann, liebender Ehegatte, waghalsiger Jäger, außergewöhnlicher Philosoph, kultivierter Humorist und so weiter zu sein. Das tropft doch schon. Ist Ihnen das nicht alles zu viel? Oder peinlich. Ja, man lernt zu delegieren. Auch wenn Sie das wahrscheinlich überrascht, aber ich bin nur sehr am Rande mit Dumas Enterprises beschäftigt. Eigentlich nur als Ratgeber, damit das Unternehmen weiterläuft. Genial. Mhm. So bin ich nun mal. Aber ist es nicht ein unglaubliches Risiko, jemandem die Zügel in die Hand zu geben, der weniger mit den Feinheiten des Geschäftslebens vertraut ist als Sie? Eigentlich ist es sogar sicherer. Ja? Ja, wissen Sie, meiner Erfahrung nach ist es so, dass jemand, der wenig Ahnung davon hat, wie die Führung eines Geschäftes funktioniert, auch nur wenig Mist bauen kann. Alle wichtigen Entscheidungen treffe ich und der Rest ist nur Papierkram. Aber Sie würden es dennoch nicht gerne sehen, wenn Ihre Mitbewerber diesen Papierkram in die Hände bekämen. Das ist richtig, aber wir haben einen sehr großen Safe, in dem wir das Zeug aufbewahren. Safes können geknackt werden. Darum geht es nicht. Warum nicht? Ich kann mir kaum die Freiheit nehmen, so etwas mit Ihnen zu diskutieren, auch wenn Sie noch so eine charmante junge Dame sind. Vielen Dank, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben, Baron Dumas. Es war ein einmaliges Erlebnis. Es freut mich, wenn ich Ihnen geholfen habe. Eine gute Gelegenheit darf man nie auslassen, sage ich immer. Eine gute Mahlzeit wäre eher richtig. Was ist das? Vermeide Entfernung. Da kommt wohl noch was, hä? Huh? Okay. Rangspion, 15 von 19 Gegenständen. Naja, schauen wir mal weiter. Guter Rufbonus, erreichte Auszeichnungen, Außendienst-Sicherheitsmedaille, verliehen von der Unity-Versicherungsabteilung für Außendienstler. Na toll. Und was gibt's dafür jetzt? Bravo, Agent Archer. Du machst dich allmählich. Werde jetzt nur nicht überheblich. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Commander wird dir die Details erklären. Sofort dort Meldung machen. Hat er möglicherweise nur eine Komödie gespielt? Ich glaube nicht, Sir. Ich bin mir sicher, dass dieser Mann völlig schwachsinnig ist. Ich habe mir das Band angehört und stimme ihr völlig zu. Aber hatte der Baron denn nicht gesagt, dass er sich nicht richtig ums Geschäft kümmert? Wer ist der Vize der Firma? Soweit wir rausgefunden haben, heißt er Damascus Valentine. DV. Was? Seine Initialen. Damascus Valentine. Dimitri Volkov. Zufall? Klingt ziemlich weit hergeholt.
aber doch irgendwie interessant. Wir müssen auf jeden Fall wissen, was im Safe ist, den der Baron Ihnen gegenüber erwähnt hat. Natürlich wird das nicht einfach, aber das könnte der Schlüssel unserer Nachforschungen werden. Ich freue mich auf diese Herausforderung, Sir. Das ist die richtige Einstellung. Mr. Smith, was hat der Geheimdienst über das Gebäude rausgefunden? Es ist eine wahre Festung. Da gibt es nicht nur verdächtig viel und gut trainiertes Sicherheitspersonal, sondern auch eine sehr teure Hightech-Überwachungsausstattung. Kameras, Infrarot-Überwachungssysteme mit allem drum und dran. Die müssen tatsächlich was zu verstecken haben. Das ist das, was wir denken. Wie sieht also unser Plan aus? Wer soll da rein? Sie! Was? Wieso Sie? Das ist viel zu gefährlich für eine Frau. Oh, jetzt fang nicht wieder damit an. Bevor sie zu Unity kam, war Agent Archer eine Art Expertin in verdeckter Ermittlung, könnte man sagen. Einbruch und unerlaubtes Eindringen, könnte man auch sagen. Wie auch immer, diese Aufgabe schreit geradezu nach Stärke und Feingefühl. Ja, schon kapiert. Feingefühl ist nicht mein Ding. Aber ich denke immer noch, dass es zu gefährlich ist, wenn sie da alleine reingeht. Und deswegen werden sie unten für Ablenkung sorgen. Hört sich schon besser an. Und wie komme ich da rein? Der Versuch, Parterre reinzukommen, wäre Selbstmord. Auch für einen Experten wie Miss Archer. Die einzige Möglichkeit ist durch den Dacheingang. Wie stellen Sie sich das vor? Komme ich da per Fallschirm hin? Zu unpräzise. Aber es gibt eine Alternative. Dumas Enterprises baut gerade einen zweiten Wolkenkratzer direkt neben dem Hauptsitz. Unsere Observationsfotos lassen den Schluss zu, dass Sie mit Hilfe eines Krans zum Dach des anderen Hauses gelangen können, wenn Sie auf dem Dach des neuen Gebäudes stehen. Die Observationsfotos besagen, dass das möglich ist? Es wird schwierig und verdammt riskant. Verstehe. Wenn Sie erstmal im Gebäude sind, müssen Sie das Büro des Präsidenten und den Safe finden. Fotografieren Sie alles, was Ihnen verdächtig vorkommt. Wir möchten keine Spuren hinterlassen, also lassen Sie alles so, wie Sie es vorfinden. Je weniger die über unsere Mission wissen, umso besser. Gut dann, uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, Sir. Jo, da schauen wir mal, was es Neues gibt. Willkommen zu den erweiterten Taktiken. Hier haben wir den Sphinx-M-Codeknacker. Du musst ihn einfach nur an eine Standard-10-Tasten-Tastatur anschließen und er wird so lange alle Kombinationen durchlaufen, bis er den Code geknackt hat. Die Dauer dieses Prozesses ist abhängig von der Komplexität des Codes. Es könnte also sinnvoll sein, sich zu verstecken, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Probiere den Codeknacker an dieser Tastatur aus. Sehr cool. Wir haben auf deiner Sonnenbrille einen Infrarotscanner angebracht, damit du das Sicherheitssystem umgehen kannst und dich mit Sicherheit triffst. Wenn du irgendwelche verdächtigen Befestigungen an einer Wand siehst, ähnlich wie diese, schalte sofort den Scanner an, damit du nicht versehentlich auf dich aufmerksam machst. Na gut. Exzellent. Okay. Ich hab Langeweile. Ich hab nie richtig Spaß. Ich auch nicht. Ich hab nie richtig Spaß. Opfer 0 von 0 Gegenständen. Ist wieder so. Naja. Während mittlerweile klar ist, dass Dumas Industrial Enterprises irgendwie mit Harm zu tun hat, ist noch nicht letztendlich geklärt, wer hinter der ganzen Geschichte steht. Du musst das Hauptquartier der Firma überprüfen, den Safe im Präsidentenbüro finden und alle relevanten Dokumente, die du findest, fotografieren. Agent Goodman wird ein Ablenkungsmanöver starten, damit du mehr Freiraum hast. Dennoch solltest du mit Widerstand rechnen. Hauptquartier des Barons infiltrieren,
Büro des Barons finden verbogenen Safe des Barons finden Informationen über Dr. Schenkers Verbleibsuchen. Suche Informationen über Harm. Wir nehmen die Standardausstattung mal. Okay. Mutter Armbrust, hä? Zack. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Baustelle Dümer Turm. Ich werde dann hier unten ein bisschen für Unruhe sorgen. Die Unterhaltung hier unten wird es dir leichter machen, unbemerkt reinzukommen. Was für ein Zeichen? Keine Ahnung. Irgendwas, was ich bemerke? Gut, pass auf dich auf. Mach dir keine Sorgen um mich. Versuch einfach nur so schnell wie möglich das Ding mit dem Safe zu erledigen. Wenn die rauskriegen, was du vorhast, bist du so gut wie du. Na gut, da ist es doch. Nimm den Lift nach oben. Haben wir keine Rische? Na gut, muss es wohl so gehen. Weiß nicht. Da liegen wohl nicht viele wertvolle Gegenstände rum. Ich gebe nicht die Befehle, ich mache nur meinen Job. Fritzi und ich waren hier 3 Monate bei der Nachtschicht alleine. Hier kommt keine Katze rein. Wer ist Fritzi? Mein Hund. Ah. Es stimmt, was man so sagt. Das alles über Hunde, die besten Freunde der Menschen sind und so. Mhm. Also, ich möchte damit nichts gegen Ponys sagen, weißt du? Was hältst du von Schafen? Du hör mal, ich mache besser meine Runden. Okay, dann. Oder ein Sittich? Claro. Dreht mal eure Runden. Also das ist irgendwie... Wir brauchen etwas mit mehr Bums. Na, was ist denn? Ach, das ist wieder die... So, jetzt haben wir die richtige Muni. Na gut, also mit Sneaky war es jetzt nichts. Bam, bam. Die Musik ist noch nicht vorbei. Da ist bestimmt noch irgendwie Widerling. Kamera. So, Pläne für das Wagner Opernmuseum. Aha. Sehr gut. Nehmen wir dankend an. Dip, dip. Hier noch irgendwas? Nee. Dümer Construction. We make big buildings. Harper Tower. Nächster Sommer 68. Aha. Okay. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen hier unten um. Tick, tick. Ach, das ist bestimmt der Fahrstuhl, ja. Na, dann muss es eben so gehen. Na, kommt her. Noch jemand ohne Fahrschein. Geiz, wow, du hast
den ewigen Jugendplan von Dr. Lee ausprobiert. Man nehme eine Käsepizza und reibe sich damit ein, bevor man ins Bett geht. Was für ein Glanz. Wir reden später. Heinrich. Du machst mich nervös. So, hier geht's aber nicht weiter, gell? Wir müssen tatsächlich den Fahrstuhl hoch. So, hier noch was. Nee, hier geht's nicht hoch. Hier? Und du? Okay, das hier. Wie auch immer das funktioniert hat. Also müssen wir gar nicht den Fahrstuhl hoch, wartet mal. Das muss ich jetzt mal probieren. Ah, Hauptlift in Betrieb setzen, alles klar. Ach Quatsch, hier rein. Hier waren wir vorhin. Zu holen ist auch nichts mehr. Na gut. Da, da, da. Hier geht's nicht. Da müssen wir wohl. So, Vorsicht. Da ist doch bestimmt noch irgendjemand, ja? Sorry. Aber du hättest mich verraten. Ist irgendwo noch was? Nee. Okay. Oh. Drecklumpen. Komm, zeig dich. Ja, ja. Was ist hier? Na, das ist doch mal ein Büro, hä? Ein bisschen die Aussicht genießen. Na. An Heutbobs Schaffarm. Bitte informieren Sie mich über die Kosten eines Tieres. Danke. So, dann geht's wohl hier hinten weiter, gell? Tja. Nicht aufgepasst. Das sieht doch aus wie... Geht's hier hinten noch weiter? Ah, was haben wir denn hier? Publicity-Foto von Inge Wagner. Ich glaube, das will keiner so richtig sehen. Was haben wir denn hier? Missionsziel aktualisiert. Ah, das war der Fahrstuhl. Wir gucken mal.
Ist das das? Gibt's hier noch was? Nee. Ah, nein, ich will mit. Scheiße. Und nun muss ich wieder rauf oder was? Wah, jetzt geht's wieder. Okay. Alles klar. So, Deckung. Sind doch wohl schöne Lampen, hä? Ein schönes warmes Licht. So, müssen wir bestimmt ja über den Zaun und zum Fahrstuhl. Scheiße. Irgendwie meine ich mich zu erinnern, alles klar. Scheiße. Na los, komm, hier bin ich. Du hast aber auch bloß hier hinten die, ne? Los, komm her jetzt. Renn jetzt in die Pizza. Ich hab das noch so in Erinnerung, ne? Na komm, lauf, 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 lauf. Was ist denn jetzt? Oh. Weiter zum Dach. Haben wir sie erwischt? Nee. Das hat mich jetzt ein bisschen in der Kalten getroffen, als ich... Hätte jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das kommt später. Mit der Enge. Das hält doch kein Mensch aus. So, gibt's hier noch irgend? Wer schießt denn hier?
So, gibt's noch irgendwelche... Noch jemand ohne Fahrschein oder was? Der erstaunliche Inge. Nur eine Nacht. Der beste Opernsänger. Passt. Wow. Begib dich aufs Dach des Hauptquartiers. Drüben ist jemand. Nur autorisiertes Personal darf den Windsor F4000-Kran betreten. Nicht autorisiertes Personal darf das Gerät nicht berühren. Missachtung wird mit 40 Pfund bestraft. Wahnsinn. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt, Nova Lives Forever. Bleibt mir schön gesund und ich freue mich bis nächste Mal. Ciao, ciao.